Mein Name, wie Matthias gesagt hat, Rolf Schaub. Ich bin Geschäftsführer von ICT Scouts und Campus. Das ist eine NGO-Verein, der seit 3 Jahren und produktiv in der Nordwestschweiz einen Pilot betreibt. Aber eben, was ist ICT Scouts und Campus? Besteht aus zwei Namen. Der Zentrale steht hinten, der Campus. In unserem Pilotcampus in Muttenz fördern wir junge ICT-Talente jeden zweiten Samstag. Die kommen zu uns, mittlerweile sind es über 200 Kinder zwischen 13 und 15 Jahren. Sieht dann etwa so aus. Und unsere Idee ist, dass wir diese Kinder, die Talent zeigen, die Interesse zeigen für die IT, dass wir die fördern. Mit dem Ziel, sie einerseits auf eine duale Ausbildung in MINT-Berufen vorzubereiten. Im Zentrum steht zwar die Informatik, aber die angelehnten Berufe, sei es auf dem gestalterischen Bereich oder aus dem Bereich der Technik, die sind genauso eigentlich förderungswürdig aus unserer Sicht und für unsere Talente. Auf diesem Bild hat es weniger Mädchen, als wirklich im Campus sind. Ich kann es wirklich voller Stolz sagen, wir haben 50% Mädchen im Campus. Und die bleiben auch. Der Sinn der ganzen Geschichte ist, ich muss die Kinder auf Schweizerdeutsch anfixen. Ich muss sie packen, ich muss sie begeistern für die Welt der Digitalisierung. Und zeigen, dass es nicht nur stumpfes Coden ist, indem sie ihre Projekte, ihre Ideen selbst umsetzen. Sie bestimmen, was sie in diesen 2,5 Jahren rund, die sie bei uns im Campus sind, was sie machen. Ob das Roboterprogrammieren ist, ob das wie aktuell ein Getränkeautomat bauen ist, ob das einen Fußballkasten zu digitalisieren, einen Film zu drehen, egal was, sie bestimmen, wo es lang geht. Die zweite Gruppe sind die, die nicht in den dualen Bildungsweg gehen, sondern ins Gymnasium. Und das ist mir wichtig, und da sind es viele Mädchen, lustigerweise bei uns, zu zeigen, hey, es gibt MINT-Studiengänge, die sind auch wieder auf Schweizerdeutsch absolut geil. Und ich muss nicht Psychologie oder Germanistik studieren. Das ist eigentlich das Ziel, was wir da mit unseren Talenten machen. Im Moment sieht es so aus, der Pilot ist abgeschlossen. Seit 2016, also der Campus Muttenz aktiv. Und jetzt geht es am 15. Juni hier in Bern los. Und das war eigentlich so das Stichwort von Matthias. Wir kennen uns seit einem Jahr. Und da kam er nach einer Veranstaltung in Zürich auf mich zu und hat gesagt, was muss ich machen, dass der Campus nach Bern kommt? Er hat es gemacht, er kommt noch vor Zürich. Obwohl das damals der Demo-Campus in Zürich war. Also wir starten als ersten Campus südlich des Juras am 15. Juni hier in Bern. Das fängt klein an. Ich erzähle gleich nachher, wie wir zu diesen Kindern kommen, denn das ist der entscheidende Punkt. Dann aber kommt doch Zürich im Quartal 4 dieses Jahres. Dann 2020 wird in FISP gestartet, Lenzburg danach und Winterthur und weitere Folgen. Mein Ziel ist es, gemäß Asterix und Obelix, wie heißt es so schön am Anfang, ganz Gallien ist besetzt von Römern, nein, ganze Schweiz ist besetzt von ICT Campus. Das wäre mein Ziel, um talentierten Kindern die Welt der Computer, der Informatik, der Digitalisierung zu zeigen und sie dafür zu faszinieren. Nun, wie kommen wir zu diesen Kindern? Das ist der zweite Teil im Namen, Scouting. Wenn ich einfach nur sage, hey, wer Lust hat, darf in den Campus kommen, wer kommt dann? 99% Jungs, kein Mädchen, praktisch keines. Also gehen wir selbst hin in die Schulen. Wir besuchen jede erste Sekundarschulklasse, egal welches Niveau, machen einen halben Tag eine Einführung in die Programmierung mit Scratch. Gemäß Lehrplan 21 erfüllen wir da einen Teil der Kompetenzanforderungen. Und unsere Scouts, die zu zweit jeweils in dieser Klasse sind, suchen sich die 1, 2, 3 Kinder aus, bei denen ein Fünkchen glimmt. Wo wir sagen können, da steckt was drin. Und die laden wir dann in den Campus ein. 80% der Kinder, die wir einladen, kommen in den Campus und 60% bleiben im Campus. Das ist das Fazit nach 3 Jahren.
Wir können sagen, dass es wichtig ist, dass wir mit den Schulen zusammenarbeiten. Wir können keine Klassenlehrperson verpflichten, hier mitzumachen. Wir können euch höchstens begeistern. Und daran arbeiten wir. Ich habe jetzt noch einen kleinen Werbefilm. Jetzt bin ich gespannt, ob der hier auch läuft. Nein, ich glaube nicht. Ja, wird schwierig. Okay, dann bin ich selbst der Werbefilm. ICT Scouts und Campus war eigentlich oder ist immer mehr bekannt in der ganzen Schweiz. Und ich bekomme täglich fast Anrufe oder Mails von Eltern, Lehrpersonen aus der ganzen Schweiz. Gibt es auch etwas für Primarschüler? Gibt es auch etwas für Lehrpersonen dieser Art, was ihr hier macht? Und wir machen tatsächlich etwas und wir veranstalten diesen Sommer das erste nationale Kids Code Camp auf dem Gurnigel. 100 Kinder zwischen 8 und 13 Jahren haben die Möglichkeiten, Natur und Digitalisierung mal in Vereinigung zu erleben. Wir probieren da, diese beiden Elemente ein bisschen zusammenzuführen. Die Idee ist auch, das erste Gurnigel-Roboterbergrennen durchzuführen. Sie finden dort vorne noch Flyer und können die an interessierte Eltern weiterverteilen. Es hat 100 Plätze. Ich gehe davon aus, dass sie ziemlich schnell ausgebucht sind. Somit wäre ich am Ende. Ich stehe gerne noch für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank.